Das Wirtschaftsmagazin Kapital hat zum dritten Mal die besten Vermögensverwalter Deutschlands gekürt. Und mit 4 Sternen ist die Glogger und Partner Vermögensverwaltung aus Krumbach weit vorn gelandet. Bei mir ist Vermögensverwalter Armin Glogger hier auf dem Finanzplanertag in Hamburg. Erstmal Glückwunsch zu dieser Auszeichnung. Was waren denn aus Ihrer Sicht die entscheidenden Gründe für den Erfolg, vor allem in den turbulenten Corona-Monaten? Ja, vielen Dank für die Glückwünsche. Ja, an sich können wir ganz klar festhalten, dass wir als Glogger und Partner Vermögensverwalter auf Qualität setzen. Qualität heißt für uns, dass wir Aktien, Fonds, Anleihen suchen, die nicht ausfallgefährdet waren. Und das war sicherlich ein ganz wichtiger Baustein, dass wir diese Auszeichnung bekommen haben, weil nur Qualität ist wichtig für den Kunden. Und wenn eine Firma nicht ausfallgefährdet war in dieser schlimmen Pandemie, dann zeigt es auch, dass der Vermögensverwalter gut gearbeitet hat. Und das sind sicherlich ganz wichtige und entscheidende Punkte gewesen für diese 4 Sterne, die wir bekommen haben. Es gab 3 unterschiedliche Kategorien. Ich schaue nochmal nach. Konservativ, ausgewogen und chancenorientiert. Welches Depot wollen Sie denn hier und heute ins Schaufenster stellen? Ja, wir waren im Bereich des chancenorientierten Depots sehr erfolgreich, weil unser Investmentprozess ganz klar gesagt hat in der Corona-Pandemie, dass wir die Aktien nicht verkaufen werden. Und warum war das so? Die Aktien, die wir haben, wie vorhin schon erwähnt, waren nicht ausfallgefährdet. Die Unternehmen, die haben oder hatten keine Verschuldung, haben hohe Gewinne geschrieben, hohe Cashflows generiert. Und das war für uns ein Punkt, dass wir gewusst haben, okay, wir können drinbleiben im Markt. Und zu guter Letzt auch noch, für uns war klar, Corona ist kein Systemproblem in der Wirtschaft, sondern es war ein politisches Thema. Die Politik hat den Lockdown eingeführt und nicht die Wirtschaft. Und das war für uns ein Grund oder eine Erkenntnis, dass die Wirtschaft sofort wieder anspringen wird, wenn die Corona-Pandemie beendet ist. Das haben vielleicht andere auch so oder so ähnlich gesehen, Herr Glogger. Also was machen Sie jetzt dabei aber anders als der klassische Berater bei Bank oder Sparkasse? Was ist Ihr USP, wie es so schön neudeutsch heißt? Ja, bei uns ist es so, dass wir als Familie Glogger alle Wertpapiere, die unsere Kunden haben, auch selber im Privatbesitz haben. Das unterscheidet uns zu einer Bank oder zu einer Sparkasse. Und der Berater, der kauft diesen Fonds rein und dann lässt er ihn liegen. Ja. Und da verlässt sich der Berater auf die Dachorganisation, die irgendwelche Empfehlungen dann abgeben. Ja, bei uns ist es anders, wenn wir die Wertpapiere im eigenen privaten Besitz haben. Dann haben wir ja selber das Interesse, dass das Geld nicht verloren geht und dass die Aktie oder der Fonds oder die Anleihe nicht ausfällt. Und das ist sicherlich ein ganz großer Vorteil gegenüber einer Bank oder einer Sparkasse. Abschließend der Blick nach vorn. Mit welchen Erwartungen gehen Sie in das Börsenhalbjahr 2021? Also das zweite Halbjahr wird sicherlich nicht weniger turbulent werden, oder? Ja, es kann durchaus sein, dass die Schwankungsbreite an den Aktien ein bisschen höher sein wird wie im ersten Halbjahr. Aber grundsätzlich können wir davon ausgehen, dass wir positiv gestimmt sind. Die Wirtschaft beginnt wieder zu öffnen. Das heißt, man kann wieder in den Freizeitpark gehen, in die Gastronomie und kann dort wieder konsumieren oder auch in den Urlaub fahren. Das sind ganz schöne, spannende Sachen, wo auch die Wirtschaft wieder profitieren wird. Gepaart noch von Konjunkturpakete, von der Politik, die verabschiedet worden sind und die Notenbanken, die dafür sorgen werden, dass die Zinsen nicht ansteigen werden. Auch wenn man ein bisschen das Thema Inflation momentan hört, gehen wir davon aus, dass die Zinsen niedrig bleiben. Und das ist eine sehr gute, fundamentale Basis für die Aktienmärkte. Und vielleicht auch die Basis für den 4. Contest, für den 4. Wettbewerb der Zeitschrift Kapital, um auch dann wieder ganz weit vorn mit dabei zu sein. Das war Armin Glogger von Glogger und Partner aus Krumbach hier auf dem Hamburger Finanzplanertag.